So, hallo liebe Zugsimulatoren-Fans, hier ein weiteres Video zu Trains the New Era, vor kurzem erst herausgekommen. Ich glaube, wir nehmen heute mal den Milwaukee Road Avery nach Drexel. Wir haben einen Güterzug, noch einen Güterzug, noch einen Güterzug, noch einen Güterzug. Da es jetzt Sommer ist und ich mir den Winter wieder wünsche, nehmen wir mal hier die Schneestrecke. Ja, letztes Mal bin ich ja mit der Dampflok gefahren, das war recht abenteuerlich. Nach einem Drittel der Strecke habe ich die Dampflok nicht mehr dazu bekommen, weiterzufahren. Aber ich will euch auch die anderen Züge und die anderen Strecken hier zeigen. Und deshalb machen wir jetzt mal mit einer anderen Strecke weiter. Und ich werde mir irgendwann nochmal das Tutorial für die Dampfmaschine anschauen. Und sehen, was ich da vielleicht falsch gemacht habe. So, da sind wir. Oh, eine grüne Lok. Wir kommen in Horgen oder Horgen, wenn man das vielleicht französisch ausspricht. In Horgen Mountain. Auf der Burlington Northern, ehemals Northern Pacific Lookout Pass Line. Eine kurze Geschichte der Route findet sich unter hier. Unter hier. Öffnet sich der Browser. Details dazu erfahren Sie in den Sitzungsanweisungen. Fahren Sie nach Mullen, 0 von 5. Fahren Sie nach Mullen. Die Strecke wurde für Sie vorbereitet. Dankeschön. Kuppeln Sie die Lokomotive ab und fahren Sie um den Zug herum. Kuppeln Sie am hinteren Ende des Zugverbands an. Kuppeln Sie die Niederbordwagen für den Transfer zum Lucky Friday Bergwerk ab. Fahren Sie zum Lucky Friday Bergwerk. Oh gosh. Okay, also erstmal nach Mullen. Oh, hier ist schon wieder die einfache Ansicht geschaltet. Kann ich hier gar nicht umändern. Keine Ahnung. Schade, dann müssen wir wohl die einfache Steuerung hier nehmen. Und dann fangen wir mal los. Aber sehr langsam, ne? Ein grünes Signal da vorne. Diese freie Kamera.
Oh Mann, ist der langsam. Ich hab jetzt Full Speed, ne? Ah, es geht auch bergauf. Ich sehe jetzt auch noch keinen Pfeil, wo ungefähr dieses Monument sein könnte. Aber irgendwo wird es ja sein, ne? Ich glaube, mit der Karte werden wir ja nichts hin. Ja, könnte vielleicht da oder da sein. Wir wissen es nicht. Sieht jetzt ziemlich blöd. So, das sind hier die Armaturen. Also Schnee liegt aber nicht sehr hoch, ne? Da hatte ich mir ein bisschen mehr versprochen. Dann kann ich ja hier ein bisschen was zur Northern Pacific Lookout Pestline erzählen. Die wurde gebaut von der Northern Pacific Railroad und hat ist in Modern angekommen in 1889. Zuerst verband die Strecke Modern, Idaho mit Missoula, also ID, ich nehme an, Idaho, oder? Später wurde die aber verlängert westwärts, um eine direkte Verbindung nach Spokane herzustellen. 1909 wurde die Pacific Coast Extension gebaut. Beide Linien laufen parallel zueinander, folgen dabei den Clark Fork River und den St. Regis River bis zur Milwaukee Road. Dort ändern sich die Linien. Haben wir gerade, glaube ich, auf der Karte gesehen. Ne? Die eine geht in Richtung St. Paul's Pass, in Richtung Avery. In 1933 eine große Flut hat für eine Menge Schaden an den Zugstrecken gesorgt, besonders zwischen St. Regis und Horgan. Beide Unternehmen, die die Strecke gebaut haben, haben sich darauf geeinigt, die Strecke zu renovieren. Und seitdem können auf dem Pacific Züge auch die Lookout-Pest-Linie benutzen. Ja, und 1970 wurde die Northern Pacific zusammen mit der Burlington Northern Railroad zur Lookout-Pest-Line vereinigt. Und jeglicher Zuverkehr im St. Regis River Valley wurde beendet am Anfang der 80er Jahre und die Lookout Pest Linie zusammen mit der Milwaukee Road Transcontinental Rail Line wurden seitdem abgetragen. Ach, die gibt's gar nicht mehr, die Strecke. Ach. Oh, während ich hier vorgelesen habe, haben wir eine Geschwindigkeitsüberschreitung begangen. Ja, ich bin ja froh, dass der Zug überhaupt so schnell gefahren ist, aber nein, man muss sich natürlich schon an die Geschwindigkeiten halten. Richtig.
Und wir sind wieder drüber. Ist der Zug doch gar nicht. Ja, das ist natürlich typisch Trains, ne? Die nehmen hier Strecken rein, die es gar nicht mehr gibt. Ja, wie gesagt, ich werde auch noch mal zum Vergleich ein paar Videos mit dem Zugsimulator vornehmen. Train Simulator, ja, heißt der. Train Simulator 2015. Also ich wüsste schon, wer mir da als Sieger, wer da als Sieger feststehen würde. Ne? Kann man sich jetzt vielleicht schon mal denken, wenn man das hier so sieht. Ja, das Spiel hat ja auch noch einen Editor. Das werde ich auch noch mal zeigen. Werde versuchen, das anhand eines Tutorials irgendwie hinzubekommen, aber ich glaube nicht, dass ich da eine Strecke. Oh, sind schon wieder zu schnell. Ich glaube nicht, dass ich da eine Strecke wirklich vernünftig hinbekommen werde, aber das ist ja, wäre jetzt nicht schlimm. Das heißt ja eher, dass die Systeme so komplex sind, dass man wirklich gute Strecken hinbekommen kann. Ja, es ist nur wahrscheinlich sehr, sehr kompliziert und sehr, sehr anstrengend. Und im Grunde genommen bietet dieses Spiel sogar, glaube ich, einen Modus an, bei dem man Strecken auf Textebene bauen kann. Also praktisch wie die Streckenentwickler selber hier für dieses Spiel. Stehen einem dann praktisch die gleichen Tools zur Verfügung, die auch die Streckenentwickler hatten. Und das ist dann schon genial, wenn man da so dicht an den Code praktisch rankommt, ne? Aber das muss man auch erstmal können und Objekte muss man sich dann in Blender irgendwie erstellen können und ja. Also wer will, kann hier auch, wenn er mit dem Programm klarkommt und Blender vernünftig lernt, also dieses ist so ein Grafikprogramm, mit dem man so Objekte für, ja, für Filme oder für Spiele herstellen kann. Und wer das gut kann, der kann auch meinetwegen den Kölner Dom oder so hier nachstellen, ne? Also alles kein Problem. Ja, und dann gibt es ja eine riesengroße Community mit einer Menge kostenlosen Downloads, die man sich hier runterladen kann von Strecken oder Szenarien, die hier erstellt worden sind. Allerdings klappt das im Moment noch nicht so richtig. Die Downloads werden irgendwie nicht gestartet oder nicht richtig abgeschlossen. Also im Moment ist es noch so ein bisschen wackelig, was die Internetsachen bei dem Spiel angeht. Aber das werden wir uns auch noch mal irgendwann mal angucken, genauso wie eine Multiplayer-Sitzung, ne? Ist ja auch eine Möglichkeit. Und werden wir uns sicherlich auch nochmal anschauen. So, Moment, sind wir auf der Fahrt nach Mallen?
Gucken wir nochmal auf die Karte. Ja, das habe ich ja vorhin gerade erklärt. Also die Strecke hat sich hier abgespalten. Aber bis die Karte so geladen hat, ne? Huch, was jetzt? Achso, war ein zu doll eingescrollt. So, da steht irgendwas dran, ne? Da geht's nach Saltese. So, ist ja auch hier alles grün. Also auch nicht weiter spannend. Habe ich jetzt aber ganz stabil den Zug auf diese 29 Meilen pro Stunde hier bekommen. Sind das eigentlich hier für Erfolge? Ach, dann hält das Spiel auch an. Privatspediteur. Transferieren Sie 100 Waggonladungen. Okay. 1000. 10.000. 100.000. Okay. Zehn Stunden Fahrerfahrung im Trabo. 10 Stunden im Das ist ja auch Trabomodus, ne? 100 Stunden, okay, umso länger ihr fahrt, umso mehr ihr, Güter ihr transferiert, umso mehr kriegt ihr dann schon an Achievements ab 100 Passagierbahnhöfen auch. Dann weiter auf 1000, okay. Weichenschaltung gibt es auch noch was. Und Sitzung und Tutorials fehlen komischerweise. Die Achievements.
Ja, und obwohl das auch so eine große Steigerung ist, wir verlieren ja nicht an Geschwindigkeit, also ist ein ziemlich starker Zug. Das Flüsschen und parallel dazu die Straße. Okay. Dann sollte es hier gewesen sein. Wir schaffen es eh jetzt nicht mehr nach Mainz zu kommen in der Zeit, die ich da jetzt noch dafür eingeplant hatte. Ja. Beim nächsten Mal schauen wir dann, entweder schauen wir uns noch eine weitere Strecke an oder ich schau mal, ob wir uns den Editor näher betrachten. Werden wir dann sehen. Also bis dann.